Hallo, liebe Pico-Fans. Ich möchte Sie dieses Jahr wieder zu unserer Neuheitenpräsentation begrüßen. Zunächst wollte ich Ihnen auf unserer neuen Pico-Anlage mein Lieblingsmodell des Jahres 21 mal kurz zeigen. Das ist die Laminatka, die mir also besonders gut gefallen hat. Die Geschichte der Laminatka kennen Sie ja schon, was ich davon gehalten habe. Aber das ist, finde ich, ein tolles Modell geworden. Zunächst allen ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht, gesund geblieben. Und wir wollen jetzt das Jahr 2022 beginnen mit der Präsentation unserer Neuheiten. Zunächst allerdings ein paar Informationen. Spielwarenmesse 2022 werden wir nicht hingehen. Zum Schutz unserer Mitarbeiter und zum Schutz unserer Kunden. Also bitte kein Ticket buchen nach Nürnberg. Wir werden nicht ausstellen und eine ganze Reihe von anderen namhaften modellbaren Herstellern werden auch nicht in Nürnberg sein. Also ob die dann überhaupt noch stattfindet, das weiß ich jetzt noch nicht. Kann sein, dass das nochmal abgesagt wird, aber das ist nicht in unserer Macht. Also wie gesagt, keine Messe für uns in Nürnberg. Darum auch wieder die Präsentation, die ich zusammen mit unserem Produktmanager Matthias Fröhlich sowie dem Herrn Richter nachher fortführen möchte. Vielleicht noch eine ganz kurze Information zu unserer Preispolitik dieses Jahr. Wir hatten ja letztes Jahr schon angekündigt, dass dieses Jahr eine ganze Reihe von Dingen deutlich teurer geworden ist oder teurer wird. Und dennoch haben wir uns dazu entschieden, eine sehr moderate Preiserhöhung von 4,5 bis 5% im Schnitt durchzuführen. Es gibt sicherlich ein paar Loks oder auch ein paar Wagen, wo es ein bisschen höher ausgefallen ist, aber im Schnitt werden wir in der Größenordnung bleiben oder sind in der Größenordnung geblieben. Und ich glaube, damit können wir alle leben. Ich hoffe, dass unsere Transportkosten dieses Jahr von China aus wieder etwas sinken. Im Dezember ist es schon ein bisschen runtergegangen, relativ wenig, aber ist ein bisschen runtergegangen. Vielleicht haben wir Glück. Und das große Problem, dass unsere Container ewig lange laufen, das hoffe ich auch, dass sich das vielleicht jetzt ein bisschen entspannen wird und wir wieder zu unserer altbekannten Liefertreue zurückkommen können und nicht immer irgendwelche Container verschieben müssen, wie das im Dezember der Fall war. Wir wollten zwei Container kriegen, der eine ist jetzt erst im Januar gekommen, aber dafür werden wir jetzt im Januar schon ein paar Neuheiten ausliefern. Gut. Das also zu unserem Programm. Ich hoffe, Sie haben wieder viel Spaß mit uns und Sie werden wieder begeistert sein von den tollen Neuheiten, die das Produktmanagement zusammen mit der Entwicklung ausgewählt hat. Und ich glaube, wir haben ein tolles Programm für Sie zusammengestellt. Liebe Pico-Freunde, jetzt wollen wir Ihnen also dann mal die Neuheiten vorstellen und ich habe Herrn Matthias Fröhlich gebeten, zu uns zu kommen. Schönen guten Morgen, Herr Fröhlich. Guten Morgen, grüß Sie. Wir wollen jetzt mal an die Neuheiten gehen. Moment, Neuheiten, ich würde ganz gerne noch mal über 2021 mit Ihnen sprechen. Okay. Aber ich habe jetzt noch ein, zwei Punkte vorher, bevor wir über die Neuheiten sprechen. Also ich begrüße natürlich auch alle Pico-Freunde und wünsche ein schönes neues Jahr. Und wir sitzen jetzt heute an der Pico-Anlage, das erste Mal, dass wir die auch präsentieren. Und ich habe für uns alle vertreten jetzt natürlich für Sie erstmal eine Kleinigkeit mitgebracht. Kann ja Andrea dazu. Und was mir hier runtergefallen ist, ist was ganz Wichtiges, Herr Dr. Wilfer. Und zwar ist von meiner Frau eine Idee. Nach der Erfahrung von letztem Jahr hat sie gesagt, mach dir irgendwo einen Knoten und frag nach der Brille. Deswegen. Dann nimmt er mir den Gag weg. Ich wollte nämlich sagen, hat er wieder nicht gemacht. Okay, also frag nach der Brille. Genau. Und wie ist es? Wie fühlt sie sich an? Freuen Sie sich? Ich sehe sie. Das ist doch wunderbar. Vielleicht, ich glaube, da muss ich jetzt was zur Brille sagen. Was ist auf der Brille drauf? Hier einmal, da. Also Lokomotiven sehe ich und ich sehe aber das eine, ist das ein LKW? Ja. Schiff, LKW, Schiff, Flugzeug, genau, ja. Zug. Die vier Transportmöglichkeiten von China. Wir haben es sogar mal mit dem LKW probiert, war absolutes Chaos. Sollte 4 Wochen dauern, hat 2 Monate gedauert. Naja, gut. Machen wir nie wieder. Wir bleiben beim Schiff. Sicher, kommt an, ist auch gut. Vielleicht gehen wir mal auf die Bahn, weil die könnte etwas schneller gehen.
Teuer ist er auch, aber vielleicht schneller. Schauen wir mal. Ja. Aber vielen Dank für die Pferde. Sehr gerne. Erinnert mich so an das Pferd, was ich früher mal hatte, Steffi, aber das ist schon 15 Jahre lang her, ist gestorben. Aber schön. Herzlichen Dank. Ja, sehr, sehr Danke. Gerne. Gut, dann wollten wir ja ein bisschen über 2021 reden. Es war ja doch ein sehr ereignisreiches Jahr. Wir haben wunderbare Modelle rausgebracht. Es gab im Sommer auch dramatische Situationen. Laminatka. Ja, also ich denke, es war ein wunderbares Jahr. Wir haben tolle Neuheiten. Dramatische Situation, was ja, gab's? Das Hochwasser, auch da haben wir ja reagiert. Ja, also das darf man nicht vergessen. Genau. Den Pico-Hilftwagen haben wir rausgebracht. Toller Erfolg. Ja, und wo auch wirklich viele sich gemeldet haben, haben gesagt, tolle Aktion, die Pico hier sofort unbürokratisch gestartet hat. Und ich glaube, war nochmal herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Wir haben ja, wie gesagt, ich glaube 125.000 Euro oder sowas gespendet. Also war eine tolle Sache. Vielen Dank nochmal für Ihre Unterstützung. Dankeschön. Genau, modelltechnisch, es ging ja gleich spektakulär los. Wir haben ja beim letzten Film gleich die Baureihe 8310 vorstellen dürfen. Also wunderschöne Dampflokomotive, die auch sehr, sehr gut angekommen ist auf dem Markt. Später haben wir es auch als Expertlokomotive gebracht. Und insgesamt, glaube ich, wenn man so die Programme durchschaut, egal ob das NTT, H0 oder G ist, wir haben einfach sehr attraktive Modelle gebracht, die sehr gut angekommen sind bei den Kunden. Und es gab sehr, sehr tolle Rückmeldungen an uns, dass sie gesagt haben, oh, sie freuen sich, wir haben wieder Wunschmodelle umgesetzt. Und es ist vollkommen egal, ob das die 8310, die E32, die RH2000 zum Beispiel, die holländische. Also alle Modelle sind soweit gekommen. Wir haben sie Lok, aber super gegangen. Und fährt auch wunderschön. Fährt also schön. Ganz tolle Lok geworden. Ja, also wirklich tolle Geschichte. Und ich denke, man sieht es ja am Bild, was wir da umgesetzt haben. Großes Programm, viele Farbvarianten. Und da möchte ich auch einfach sagen, toll, dass wir das geschafft haben. Die Begleitumstände waren ja teilweise nicht ganz so einfach und auch unsere Kollegen und Kolleginnen in China haben wirklich tolle Arbeit geleistet und ich denke, das ist wirklich eine tolle Geschichte gewesen. War eine tolle Teamarbeit von der Entwicklung über die Konstruktion bis zur Produktion, bis zur Logistik. Alles hat relativ gut geklappt, was wir beeinflussen konnten, also wie gesagt Lieferungen und Decoder, das ist ein bisschen ein Problem, aber ich glaube, haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter toll gemacht. Auch an die nochmal herzlichen Dank, die schauen sich den Film natürlich auch an. Und auch an Sie, liebe Kunden, wir haben ein sehr gutes Jahr gehabt letztes Jahr. Wir haben unseren Umsatz um über 12% steigern können. War nicht ganz so zu erwarten, aber haben wir tatsächlich geschafft. Und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und jetzt hoffen wir auf ein gutes Jahr 2022 und wiederhole mich jetzt, ich glaube, der Herr Fröhlich und der Herr Goldschmidt haben da also ganz gute Modelle ausgewählt und wir wollen jetzt damit mal anfangen. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was als erstes so. Als erstes? Als erstes wollen haben Sie. Ja, machen Sie, gleich, Sie nur. Dann fangen wir gleich an. Die Baureihe 194. Das, Sie kennen ja den Spitznamen, das deutsche Krokodil. Ja, ist ein bisschen ein Problem. Da werden natürlich wieder viele sagen: Meine Güte, wieder eine Doppelentwicklung. Es kam ja ein anderer Hersteller schon letztes Jahr damit heraus. Er hat sie angekündigt, nicht heraus, hat sie angekündigt. Und wir haben uns natürlich nicht so sonderlich darüber gefreut, aber wir mussten sie trotzdem machen. Warum mussten wir sie machen? Weil wir bereits angefangen hatten mit der Entwicklung. Die war schon fertig, wir waren schon im Formbau. Und sie kommt auch jetzt, glaube ich, im März, kommt sie jetzt raus. Das war der eine Grund. Und der andere Grund, wir runden natürlich auch ein bisschen unser Programm ab, nämlich unser Programm im Rahmen der Altbau-E-Loks. Und wir haben in den letzten vergangenen Jahren gezeigt, dass wir da ziemlich gut sind. Haben uns unsere Pico-Fans eigentlich immer wieder bestätigt. Also die Altbau-E-Loks von uns haben, glaube ich, Limits gesetzt oder Zeichen gesetzt, Niveaus gesetzt. Und das wollen wir jetzt mit der E94 fortführen. Ich habe, wie ich im November in China war, habe ich schon die Montage der Drehgestelle verfolgt, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Absolute Katastrophe, wie viele Einzelteile da dran sind. Die Sandfallrohre, das sind an jedem Drehgestell sind wie viele Sandfallrohre dran? 12. Also insgesamt sind 12. An jedem Drehgestell, also 6. Mhm.
die auf der Radhöhe, Radhöhe sind die also angebracht auf der Radreifen auf dem Radreifen auf der gleichen Ebene werden Katastrophe in der Montage. Aber jetzt lassen wir das einmal. Jetzt ich kann es auch nicht ganz teilen. Also ich verstehe, dass Sie so denken. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist natürlich auch ein Detail, wo man hinschaut. Und die Sandfallrohre sollten halt schon nachgebildet werden, weil sie markant sind. Und die dürfen auch nicht irgendwo stehen. Also die sollten nicht 5 cm vom Gleis entfernt sein. Und ich verstehe es, dass Sie so reagiert haben. Sie hatten ja mich dann auch gleich kontaktiert danach. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass wir es umgesetzt haben. Nein, ist ein tolles Modell. Und gerade, egal ob das die E18 war, E32, die E52, die E91, da hat das Krokodil einfach reingepasst. Zumal wir die Vorgängermaschine auch schon im Programm haben, die E93. Genau. Als Klassikmodell, auch bis heute immer noch ein sehr, sehr schönes, sehr detailliertes Modell, wo wirklich seinesgleichen sucht. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen ein Krokodil haben. Ja, natürlich. Das müssen wir umsetzen. Vielleicht noch einen kurzen Hinweis, wenn man das jetzt hier auch im Bild sieht. Also das ist das Pre-Production-Sample, das ist noch nicht bedruckt. Also nicht denken, oh Gott, jetzt bedrucken sie nicht mehr, um Kosten zu sparen. Nein, nein. Bin jetzt Anfallwort. Okay, gut. Ja, genau. Ja, erzählen Sie doch mal was. Ja. Gibt es noch was zur E93, zur E94 zu erzählen? Ja, also erstmal haben wir eine Lokomotive der Nachbauserie gewählt. Also die Lokomotive ist ja vor dem Krieg und während dem Krieg schon von den Bändern gelaufen. 1940 ist es groß angelaufen bei der Deutschen Reichsbahn. Und bis 1945 ging auch die Produktion. Kriegsbedingt wurden natürlich nicht alle Lokomotiven fertiggestellt. Wurde ja unterbrochen, aber nach dem Krieg hat dann die DB aus Teilen, die noch zur Verfügung standen, sogenannte Nachbaulokomotiven gemacht. Und die sind auch sehr markant. Also man sieht es jetzt hier zum Beispiel an den langen Dächern, die hier sind. Wir haben auch eine besondere Ausführung, wo das dritte Spitzenlicht ein kleines Licht oben ist. Und ja, was noch dazu kommt, ein sehr netter Effekt, den ich wirklich immer wieder ganz, ganz toll finde, hatten wir auch bei der 151, diese Anfahrlampe. Das heißt, wenn die Lokomotive früher angefahren sind, die Maschinen haben gerüttelt und vibriert, der Lokführer hat es eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, fährt die Lokomotive oder fährt sie nicht. Und deswegen gab es eine Anfahrlampe, dass man auch wirklich sieht, oh, die Räder drehen sich, die Lokomotive kommt in Bewegung. Und das ist ein Effekt, den wir nachgebildet haben, der dann auch so ist, dass die Lokomotive ab einer bestimmten Geschwindigkeit diese Anfahrlampe wieder ausgeht, weil dann ist es vollkommen klar, die Lokomotive fährt. Und auch das sind so kleine Details, wo ich denke, wir zeigen, wir wollen immer realistischer werden, wir wollen immer detailgetreuer werden. Und ja, ich glaube, wenn man sich anguckt, es ist einfach wieder eine bildschöne Lokomotive geworden. Und könnte mein Lieblingsmodell vom Jahr 2022 werden. Wir gucken mal, weil es kommen ja noch viele. Wird ja echt schwierig, dazu sagen, welches das Lieblingsmodell ist. Ja. Aber auch die SBS 39 Stromabnehmer sind sehr, sehr schön geworden. Und natürlich ist es schade mit der angesprochenen Doppelentwicklung. Aber wir konnten es halt wirklich nicht machen. Sie sehen es ja, wie weit das ist, wie der Dr. Wilfer gesagt hat. Wir haben da wirklich schon dran gearbeitet. Und ich denke, nichtsdestotrotz, die Fans werden sich darüber freuen und wir hatten ja auch darüber gesprochen, es belebt ja auch den Markt und ich denke, wir werden ganz gut platzieren und wir freuen uns schon, wenn die Tests kommen und wenn die Rückmeldungen der Fans kommen. Was kostet sie im analogen Bereich? Im analogen Bereich kostet sie 310 Euro und für so eine detaillierte Altbaulokomotive ein sehr guter Preis und digital mit Sound kommen dann immer 110 Euro drauf und insofern passt das ganz gut. Okay, gut. Ja, und Herr Fröhlich, was haben wir denn als nächstes? Ja, jetzt wird es ganz schwarz. Schauen wir mal, was jetzt ins Bild reinrollt. Jo. Wunderschöne Dampflokomotive. T14. Jawohl, unsere Baureihe 93. Und die hat gleich noch was mitgebracht. Unsere Umbauwagen. Ja. Yeah. Also gleich zwei Formneuheiten, die auf einmal ins Bild rollen. Die Baureihe 93 ist auch von mir persönlich ein großes Wunschmodell gewesen. Ist eine wunderschöne Lokomotive, gab es so noch nie auf dem Markt. Also es gab schon die 93-1 bzw. die 3er. Preußische Bauart, oder? Preußische, genau. Ja. Und jetzt haben wir die T14-1 und nicht gebracht, sondern haben wir uns für die T14 entschieden, die Baureihe 93-0. Ja. Ganz, ganz tolle Lokomotive, wie bei den Preußen halt üblich. Die haben nicht so sehr Verzierungen dran, das ist eher eine nüchterne Lokomotive, aber eine ganz, ganz wunderschöne Lokomotive. Super Gestänge, Fangeisen dran und ja, ich glaube, nach unseren Loks, die wir jetzt gebracht haben als Dampfloks, der 78 und auch der 8310, es gab ganz, ganz viele Wünsche, Anfragen nach der Lokomotive und ich glaube, da finden wir auch ganz viele Freunde draußen bei den Pico-Anhängern. Ist eine ganz, ganz schöne Lokomotive geworden und
Bei den Soundausführungen haben wir auch wieder den Rauchsatz gleich reinspendiert. Das heißt, wer die Lokomotive mit Sound kauft, der hat auch gleich den Rauchsatz mit dabei. Und das macht natürlich auch wieder ein wunderschönes Bild. Mhm. Und auch die Feuerbüchsenbeleuchtung ist wieder mit dabei. Toll. Analog 320 mit Soundversion 430. Und was hängt da dran? Das sind die dreiachsigen Umbauwagen. Umbauwagen gab es bei der DB auch als vierachsige. Und die gibt es einmal mit grauen und einmal mit grünem Dach, oder was? Nein. Also da haben wir schon aufgepasst. Das sind jetzt die ersten Modelle, die bei unserer Elektronikabteilung mit Licht versehen wurden. Es macht ja immer wieder ein schönes Bild, wenn dann mit die Beleuchtung, mit Beleuchtung sind. Also ich habe jetzt auch mal noch einen aus der Serie, wie er dann bedruckt kommt, mitgebracht. Und Sie sehen, sind ja fertig produziert. Die sind fertig. Ich glaube, ich habe die sogar mal, wenn Sie sich genau erinnern, gibt es in meinem letzten Video in China, habe ich die nämlich bei der Produktion gefilmt. Ich wusste ja gar nicht, dass das eine Neuheit für 22 ist. Das vergisst man immer wieder. Sie haben mir einen kleinen Schreck eingejagt. Ja, also, das denke ich mir. Aber keiner hat was gesagt. Also, super schöne Wagen, passen hervorragend zu unseren Loks natürlich, also auch E32. Und ich weiß nicht, ob unser Vertriebsleiter wieder was sagt. Das kommt ja ab und zu nach dem Motto, da steht ja schon wieder Karlsruhe drauf. Warum ist das denn so? In dem Fall, weil er aus Karlsruhe kommt. In dem Fall bin ich wirklich absolut unschuldig. Die E32 ist ja auch bei der Bahndirektion Karlsruhe stationiert. Die Wagen haben extra dazu. Und dementsprechend fahren die Schopfheim-Säckigen und es war ein Zufall. Ich versichere es. Aber sie sind schön, die sind super bedruckt, haben angesetzte Griffstangen und das Seitenspiel ist sehr gut. Das heißt, die kommen auch wirklich gut durch die Radien. R1. Genau. Ja. Und ich denke, die passen einfach in unser Programm. Die ist eine sinnvolle Ergänzung. Gut, sehr schön. Ja. Ja, und nach der T14 oder BR93 haben wir noch eine E-Lok, die wir eigentlich ja schon letztes Jahr ausliefern wollten, aber aufgrund von Corona konnten wir nicht nach Ungarn fahren und damit ist schon die Hälfte gesagt, nämlich die V43, ungarische E-Lokomotive, im ganzen Land unterwegs und auch schon seit seit langen Zeiten, ist in den 60er Jahren eigentlich eine deutsche Lokomotive. Aha. Weil ist in Essen sind die ersten Lokomotiven produziert worden, anschließend in Lizenz dann in Ungarn. Und wie viele laufen in Ungarn? Boah, das sind über 400, glaube ich, die da noch unterwegs sind. Und also wirklich auch mit verschiedenen Nummern, Unternummerierungen modernisiert und so weiter. Und die kommt dann anschließend in Blau. Schauen wir mal, in welchen Farben die noch alle kommen. Aber das Blau ist natürlich nicht das, mit der was sie bringen. Also Pilot Production sozusagen. Genau. Aber macht schon einen guten Eindruck. Also die Lüfter sind sehr fein, Dachgarten ist sehr fein. Und es ist einfach eine unglaublich populäre Lokomotive in Ungarn. Freuen wir uns drauf. Schön. Preis 220 Euro, in Soundversion 330 Euro. Und als weitere Neuheit haben wir jetzt den Girono, den wir ja schon letztes Jahr vorgestellt haben. Herr Fröhlich, ganz kurz dazu. Ganz wunderschön. Sie haben es ja gesagt, wir haben schon präsentiert mit unseren Freunden von Avico. Ja. Wir waren bei Stadler, mit dem großen Vorbild haben wir da auch mit den Projektleitern gesprochen. Elfteilig, jeder Wagenkasten anders und sehr aufwendig. Im Trieb oder in den Endwagen 14 LEDs, die angesteuert werden können. Unglaublich aufwendig, aber grandios. Ja. Das Tolle daran ist also nicht nur von der Form her, sondern auch, wir haben erstmalig im Elektronikbereich einen sogenannten Train Bus entwickelt. Ich glaube, 5 oder 6 Monate Entwicklungszeit, damit die ganze Beleuchtung funktioniert, damit die Lichtsteuerung funktioniert. Aber ich glaube, ich habe Ihnen das jetzt letztes Jahr schon mal im Oktober mal ganz kurz erklärt oder im November war es ganz kurz erklärt. Hallo, die Damen. So, Herr Fröhlich, tut mir leid, hat noch einen Moment gedauert. Aber musste noch mal hinten kurz was schauen. Und übrigens, das ist mein neuer Roller zum Draufsitzen. Ne? Habe ich mir extra aus China kommen lassen. Mitgenommen. Okay, also. Wir wollten noch ein paar Neuheiten machen, oder? Genau, sprechen wir noch über ein paar Neuheiten. Wir haben ja ein paar Sachen gezeigt.
Ganz wichtig die Baureihe 152 von der DB AG. Wir haben leider noch kein Modell da, aber ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Lokomotive für uns. Die bereichert unser Portfolio. Güterzuglokomotive, auch immer noch aktiv unterwegs und passt auch wirklich wieder gut zu uns. Und dazu haben wir natürlich auch einen Traum von mir, die NOHAB. NOHAB kommen wir gleich von. NOHAB auch in Karlsruhe stationiert. Nein, diesmal nicht in Karlsruhe, versprochen. Wirklich, es ist auch nichts beschriftet diesbezüglich. Nein, schöne Maschine. Sind ja auch wieder welche nach Deutschland gekommen. Kartoffelkäfer. Und ja, wir bringen die als ungarische Version, wir bringen sie als dänische Version und wir bringen sie als belgische Version. Also das ist wirklich eine Europalok, kann man sagen. Und wirklich auch eine tolle Maschine. Ja, und ansonsten bringen wir natürlich viele Farb- und Bedruckungsvarianten. Ein paar haben wir ja schon hier, wo wir schon zeigen können. Mhm. Wir arbeiten ja schon immer vor, das heißt, dass wir auch im Januar schon Neuheiten ausliefern können. Ja, die sind ja alle fertig. Oder? Die sind alle fertig, die kommen jetzt auch wirklich dann in den Fachhandel. Ja. Baureihe G6. Schön. Ganz, ganz schön geworden. Schöne Lok für Schweden. Für Schweden, jawohl. Ja. Und nebendran für Holland die Baureihe 189 mit dem typischen Latz für Holland. Mhm. Und eine DR-Lokomotive, die Baureihe 132 mit dem schmalen Zierstreifen im mittleren Bereich. Okay. Und dazu haben wir auch schon einige Wagen, die gekommen sind. Der Westfalengas von dem GATX-Set haben wir 3 Wagen mit unterschiedlichen Wagennummern. Das ist für Sammler sehr interessant, die Ganzzüge machen wollen. Mhm. Ja, kann man auch mit der Entladebrücke natürlich dann funktional einsetzen. Dann haben wir für Holland einen gedeckten Güterwagen und was ich mich auch wirklich, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, von den Umbauwagen, die wir vorhin schon gezeigt haben, haben wir hier ein Muster von dem Wohnwerkstattwagen. Auch schön hier oben drauf. Welche Farbe kriege ich? Gelb. Gelb. Ja. Und es ist ein Highlight, es sind 2 Wagen mit Sound, mit Arbeitsgeräusche. Oh. Wirklich ein Highlight. Fernsehflackern drin, Schweißlicht ist integriert. Also so ein richtiger Spielwagen. Ja, richtig viel Arbeit für die Elektronikabteilung. Ganz, ganz sicher. Haben wir auch viele Diskussionen gehabt, auch über die Verbindungen, wie wir es machen. Aber ich denke, es wird wirklich auch ein Highlight. Und wir haben noch so ein kleines Gimmick dazu gesetzt. Auch da zeigen wir ja wieder, wie detailverliebt wir sind. Es gibt noch so eine kleine Satellitenschüssel dazu. Weil wenn der abends der Arbeiter natürlich Fernsehen gucken möchte, dann braucht er natürlich auch Satellitenempfang, kann der Kunde dann dran montieren. Auch ein echtes Highlight für mich. Bisschen Vergrößerungsglas nehmen wir jetzt den Fernseher. Müssen wir auch mal gucken, was da überhaupt für Sender kommen. Also das sollten wir vielleicht lernen. Ne? Ja, genau. Okay. Nein, aber ich denke, es ist einfach für jeden was dabei. Und H0 haben wir ein ganz, ganz schönes Sortiment. Ich finde, wir haben auch einen sehr schönen Katalog gekriegt. Und, herzlichen Glückwunsch, haben Sie gut mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht, glaube ich. Dankeschön. Aber ich denke, es ist auch so ein Werk, wo man auch wirklich gerne liest, wo man nicht einfach nur nach Produkten guckt, sondern wo man auch Informationen bekommt, wo man gerne liest. Und ja, ich denke, wir haben ein super Programm in H0. Aber wir haben ja noch ein paar andere. Aber noch einen Wagen, Klemmbausteinwagen. Den Klemmbaustein. In H0. Ja, genau. Okay, Klemmbausteinwagen ist natürlich auch sehr wichtig. Sie haben vollkommen recht. Wir haben den ja dann, wir werden später nochmal drüber sprechen, auch in G, aber jetzt H0. Ja, genau. Mit den kleinen Noppen. Mit den kleinen Noppen und kompatibel mit anderen bekannten Klemmbausteinen. Das heißt, man kann sich wirklich einen individuellen Wagen bauen, kann dann 4 Buchstaben. Fällt mir jetzt nichts dazu ein, darf man ja auch nicht nennen, wissen wir ja. Aber ja, passt zu allen Bekannten. Und ich denke so, gerade für mit Kinderabends was spielen, wirklich einen offenen Güterwagen machen, Figürchen reinsetzen und so weiter. Das ist wirklich was so generationenübergreifend gemacht werden kann. Man muss auch nicht Angst haben, dass gleich eine Lok für mehrere hundert Euro dadurch kaputt geht, sondern man kann wirklich aktiv da mit den Kindern was zusammen machen. Dafür haben wir auch, und das sollte man nochmal sagen, dafür haben wir natürlich auch Hobbyloks, die nach wie vor, glaube ich, 60 Euro kosten. Eine Taurus und eine BR218 seit Jahren. Wollen wir einfach dieses Preisniveau im unteren Bereich halten, um einfach jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, eben auch noch was Zusätzliches einzukaufen mit dem Taschengeld. Taschengeld natürlich 60 Euro war für mich damals sehr, sehr viel Geld, aber heutzutage vielleicht ein bisschen einfacher. Und weiterhin soll eben gelten, Pico hat eine hohe Qualität und hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das zum Klemmbausteinwagen. Kann ich nichts ergänzen, passt hervorragend. Okay, gut. Dann... Ja, gehen wir vielleicht noch zu den anderen Nenngrößen. Ja, okay. Ja, Herr Fröhlich, und jetzt wollen wir dann noch mal zu den kleinen Spuren kommen und Ihnen einige Highlights aus dem N- und den TT-Programm zeigen. Was haben wir denn hier vorne gleich stehen? Die Baureihe 191 ist ja auch in H0 ein tolles Modell bei uns geworden. Sehr viel gelobt und auch da haben die Fans uns angeschrieben, haben gesagt, kommt, macht das doch bitte auch in Spur N. H0
Hammer gemacht, ist ein echter Traum geworden. Sehr filigranes Gestänge finde ich sowieso bei Altbauloks wirklich immer schön. Sehr feine Speichenräder und super feine Pantographen. Ich weiß, Sie wollen so einfach mal allgemein was zu unserem Pantographen sagen. Ja, ich meine, dieses Jahr haben wir uns entschieden, dass wir Ihnen auch die Pantographen, die auf den verschiedensten Lokomotiven sind, einzeln anbieten, als extra Modelle, weil wir der Meinung sind, dass die einfach so toll sind, dass die durchaus einen eigenen Stellenwert im Programm haben können. Also nicht nur als Ersatzteile, sondern eben ganz normal als Produkt einzukaufen. Und ich glaube, wir haben da mittlerweile eine führende Position erreicht bei den Pantographen. Ganz genau, und das bei allen Nenngrößen. Und ich glaube, feiner kann man es auch nicht mehr machen. Sie haben das ja auch, wenn Sie da die China-Videos sich mal anschauen, da gibt es ja auch einige Passagen, wo da die Mitarbeiterinnen in Shashan die Pantographen montieren. Und vorhin ist mir mal bei Dreharbeiten heute Morgen ist mir mal ein Pantograph auseinandergefallen. Also wir kriegen die überhaupt nicht zusammen, die Dinger. Es ist wirklich sehr filigran. Ich bräuchte so eine Lupe, filigran. Also wirklich okay. Größten Respekt. Also davor. Das die E91, genau. Kostenpunkt analog 270, digital 380. Und was haben wir denn noch da? Die 101, auch das ist ja wirklich ein Traum auch geworden. Fertig? In der Null haben wir jetzt auch schon ein fertiges Modell hier in N. Ja, aber ist noch nicht bedruckt. Ist noch nicht bedruckt, aber auch hier tolle Pantographen, feine Gitter oben drauf, Ätzteile. Ja, und es ist einfach die deutsche Intercity-Lokomotive. Die hat einfach auch super zu uns gepasst, wo wir gesagt haben, setzen wir es einfach rum. Und ansonsten, Sie wie bei Preis, den anderen? Preis 170 analog, genau. Digital 280. Jawohl. Weitere Highlights? Wir haben jetzt schon neu. Die Lineas, die G1206, die gerade auch in Benelux sehr interessant ist, oder auch ein echter Hingucker, die Baureihe E16. Auch eine Altbau-E-Lok. Auch eine Altbau-E-Lok. Und ja, ist auch genauso. Wer liebt denn bei uns alle die Altbau-E-Loks? Kennt mindestens ein Konstrukteur, einen Leinen, sehr Leitender. Genau, aber mit T. Und ja, ich denke, er macht sie wirklich toll und sind detailverliebt und. Nein, also da sind wir richtig Spitze. Gut geworden. Absolut. Gut, das zu den? Zu N erstmal. Und ja, dann was haben wir gibt's ja denn noch? Was haben wir hier noch stehen? Also die Baureihe 216 kommt noch. Und wir haben auch die N-Personenwagen, die auch gut angekommen sind. Haben wir jetzt in Mintgrün, passend dazu auch den Wittenberger Steuerwagen in Mintgrün. Das ist auch ein Hingucker. Und was mich auch freut, der Schienenbus, der kommt da in Gelb. Wirklich als wie ein Messfahrzeug, ist natürlich ohne Funktion, ist klar, aber wie ein Messfahrzeug. Und auch sowas ist immer auf der Anlage so ein richtiger Farbtupfer. Gut, und dann wollen wir uns nochmal die TT-Modelle anschauen. Jawohl, sehr gerne. Haben wir da welche da? Haben wir was da? Okay, schauen wir mal. Na, die ist aber doch viel zu groß für TT. Haben wir da nicht ein bisschen was Kleineres? Wir können auch noch was Kleineres dazu stellen, also gut. Laminatka haben wir ja heute Morgen schon gesehen. Und die haben wir, ach, toll. Das Bild für Götter, oder? Bin begeistert, wirklich tolle Lok. Was eben ganz toll ist, sind diese Farbgebung hier und die Streifen auf der Seite. Ich will jetzt nicht über die Produktionsschwierigkeiten reden, also kriege ich bloß wieder einen dicken Hals, aber wirklich toll geworden. Also super Lok, wieder schlierenfreie Gläser. Erzählen Sie mal was. Nein, erzählen Sie. Ich höre gerne zu. Das ist ja genau das, woraus es ankommt. Ja, es ist schön. Drehgestelle, also toll graviert und Dachlandschaft gut nachgebildet. Wunderbar filigrane Stromabnehmer. Also ich mag dieses Modell eben. Einfach, ist einfach schön. Und viel zu groß. Haben Sie nicht noch was anderes? Ja, ich hole mal noch was Kleineres. Okay, holen Sie mal was Kleineres. Also die S499.1 kommt jetzt im ersten Quartal raus. Das ist also quasi das Produktionsmuster. Oder schwimmt sie schon? Ich weiß es gar nicht. Ist schon unterwegs, ja. Schwimmt schon, ja. Okay, genau. Gut. Was haben wir noch? Wirkt ein bisschen unscheinbar, aber ich wollte es einfach mitbringen. Ist schon fertig, eine V15, weil wir auch da schauen im TT-Programm, wo sind die Lücken, wo müssen wir wieder auffüllen, dass wir einfach den kompletten Bereich wirklich auch bedienen. Das heißt, auch die DR-Bahner wieder mit ins Boot holen. Die Lokomotive, die wird überall ihre Freunde finden, aber wer wirklich so eine reine DR-Bahn haben möchte, der möchte auch die entsprechenden Diesellokomotiven, die Dampflokomotiven. Wir bieten auch alternativ noch dazu die Baureihe 55 an mit so einer typischen Losung. 8310. 8310 kommt eine in der Epoche 3, eine neue Lokomotive. Und wir bringen auch 219er, wir bringen 130er Lokomotive. Also wir bringen die komplette Bandbreite.
entsprechende Wagen dazu, die Reko-Wagen. Ja. Bei den Güterwagen gibt es wieder ein paar Ergänzungen. Mhm. Ja, und zum Abschluss? Bei den Güterwagen G02, eine Besonderheit, Besondere. Jawohl. Auch das ist oft gewünscht worden, der Messwagen in TT. Haben wir jetzt nicht da? Haben wir nicht da. Also werden wir kein Display drin haben, ist einfach zu klein vom Maßstab. Aber der G02-Wagen, der passt hervorragend, passt natürlich auch zum DR-Thema dann wieder. Und man kann über die entsprechende App und die Software, kann man trotzdem alles analysieren. Das heißt Steigung, Neigung und alles, was dazugehört. Geschwindigkeit natürlich. Und ja, ich glaube, das können wir auch noch anhand von einem anderen Modell jetzt ein bisschen zeigen, was wir da machen. Ja, also der TT-Messwagen kann das gleiche wie der H0-Messwagen. Bloß kleiner, sagten Sie schon. Aber zeigen können wir es nicht. Man sieht auch eigentlich nichts außer dem ganz normalen Güterwagen. Aber wir zeigen Ihnen das jetzt an einer anderen Spurweite. Ja, wir haben Ihnen ja gerade den TT-Messwagen gezeigt. Aber bei dem sieht man ja nicht allzu viel, was der alles kann. Und darum haben wir gedacht, dass der Herr Richter und ich jetzt uns mal mit dem G-Messwagen, also auch eine Neuheit für dieses Jahr, beschäftigen und hier ein bisschen erklären, was der alles kann. Herr Richter, also was kann der Messwagen in G alles? Ja, an dem Beispiel, wie wir es hier dann auch live sehen können, kann man natürlich wunderbar erkennen, dass auch an dem Messwagen ein sehr großes Display vorhanden ist. Das ist ja auch der Unterschied zum TT-Messwagen. Da passt es vom Platz her ja leider nicht. Und dieses große Display, das hat auch sehr große Icons, die man auch wunderbar im Garten ablesen kann, ohne dass man sich dazu bücken muss. Ja, das kann man sogar aus meiner Höhe, kann man das wunderbar ablesen. Aus meiner Höhe besser. Was wir hier aber natürlich auch zusätzlich haben, wir haben wirklich eine Live-Übertragung der Messdaten. Ja, also das Display, das ist natürlich noch ein schönes Zusatzgimmick, dass man nicht unbedingt ein Zusatzgerät dazu braucht. Man kann aber auch ein handelsübliches Handy zum Beispiel dazu benutzen oder ein Tablet dazu benutzen, denn die Messdaten, die werden per WLAN-Übertragung dann eben halt nach außen gesendet vom Messwagen und können dann über unsere entsprechende Messwagen-App, die wir auch extra für die Spur G haben, können die dann eingefangen werden. Und da kann man dann eben halt, was man hier auch ganz gut sehen kann, an dem Handy kann man ganz gut die Daten dann auch ablesen. Ja, was kann das denn alles? So, da bleiben wir natürlich im Rahmen, den wir bis jetzt auch so ausgeführt haben für die anderen Spurweiten. Wir machen also eine Geschwindigkeitsmessung, wir machen Messungen von Steigungen, Neigungen. Ja, also nicht nur einfach, ob wir einen Berg rauf oder runter fahren, sondern wenn es eben halt auch in den Kurven mal zu neigen gilt. Ja, alles das wird hier natürlich dann auch aufgezeigt. Und aufzeigen ist nicht nur die Darstellung in dem Handy als Live-Messdaten, sondern wir haben auch in dem Fahrzeug einen Speicher integriert, sodass wir eben halt auch Messdaten aufzeichnen können, ohne dass wir zusätzlich jetzt eine Messdaten-App gerade live eingeschaltet haben müssen. Und wozu braucht man sowas? Das gilt natürlich in erster Linie für die Anlagenplanung. Ja, denn es gibt natürlich Eckwerte, die auch in der G-Spur gelten, ja, dass man eben halt bestimmte Steigungen nicht überschreiten soll, weil ansonsten die schweren Güterzüge diese Steigung nicht mehr bewältigen können, dass man eben halt auch in Radien die Neigung auch nicht zu weit nach innen oder außen legen sollte, sodass die Fahrzeuge dort eben halt auch sauber durchfahren, nicht entgleisen. Und solche Dinge spielen natürlich da die hauptsächliche Rolle. Und das kann man dann alles hinterher auf der App sehen? Genau. Ja. Also da sehe ich jetzt auch gerade, wie viel Meter der schon gefahren ist, 227 Meter. Wir haben den offensichtlich hier schon ein bisschen fahren lassen. Die Geschwindigkeit ist, je nachdem, wenn es am Berg runtergeht, ist ein bisschen schneller, 36 Kilometer pro Stunde. Und wenn er am Berg raufgeht, dann fährt er 28 Kilometer pro Stunde. Also nur mal als Beispiel. Gut, und den ganzen Spaß kann man sich für wie viel kaufen? Wie ich gelernt habe, für 590 Euro. Ja, ich hoffe, dass wir damit hinkommen. Okay, gut. Also, das war dann der Messwagen. Und jetzt wollen wir dann zu weiteren G-Neuheiten kommen. Und da würde ich dann gerne den Herrn Fröhlich bitten, dass er mir da assistiert, weil er da, glaube ich, doch sehr viel Ahnung darüber ganz hat. Ganz bestimmt sogar. Vielen Dank, Herr Richter. Herzlich gerne. Wir haben Ihnen ja gerade den Messwagen in G vorgestellt und Herr Fröhlich und ich wollten jetzt noch auf die anderen Modelle kommen, die wir auch haben. Und eine davon haben wir ja gerade hier stehen als
Handmodell. Achtung, das ist kein Modell aus der Form, sondern rein geschnitztes Styropormodell, damit wir die Größen sehen können. Ja, das ist unsere Baureihe 94 und ist ein wunderschönes Modell auch hier geworden. Ich meine, das Volumenmodell, das nehmen wir ja immer, um die Proportionen zu schauen. Und ich glaube, ja, was ist denn das für eine Lok? Das ist eine preußische Lokomotive wieder, okay. Und ist ein bisschen Lokalpatriot. Ist nämlich ein sogenannter Rennsteighirsch, also ist auch gerne auf Stallstrecken eingesetzt worden. Auch hier gerade in Thüringen, Baureihe 94, genau. Ja. Und ja, ist eben eine sehr schöne kurze Tenderlokomotive, kann man auch zum Rangieren einsetzen, kann man mit kurzen Personenwagen einsetzen. Ist also wirklich passend für unser Portfolio und hat viele angesteckte Teile wieder. Und ja, gibt es natürlich auch in der Soundvariante mit dem authentischen Sound dann wieder. Und ich denke auch, das ist eine Lokomotive, die einfach hervorragend in unser Programm reinpasst. Und es gibt auch immer wieder den Wunsch, mal eine kürzere Lokomotive zu bringen, mal eine längere so lang Lokomotive. Die genau, oder die 50er, die ist ja schon richtig lang. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir da so eine Abwechslung reinbringen, dass eben jemand auch sagt, ich habe eine kleinere Anlage, ich möchte eine kleinere Lokomotive haben. Oder jemand anders, der sagt, ich habe eine riesen Gartenanlage. Welchen Radius fährt die? Die fährt auch durch den kleinen Radius. Die hat so einen Knickrahmen unten drin, dass die auch wirklich durchkommt. Gut. Und hat auch wieder Feuerbüchsenbeleuchtung, also auch da Vollausstattung mit dabei. Kostet? Die kostet analog 1.000 und digital dann 1.200. Herr Fröhlich, wann soll sie denn ausgeliefert werden? Die soll im Spätjahr, gegen Ende des Jahres soll die ausgeliefert werden. Ja, das hoffen wir auch, dass wir das schaffen und dass es uns nicht so geht wie mit dem gläsernen Zug, wo wir immer noch auf die Decoder warten. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr oder vielmehr dieses Jahr jetzt dann mit den Decodern ein bisschen besser wird und dass wir dann rechtzeitig den G-Decoder auch haben. Gut, ja, was haben wir denn noch weiterhin neben der Lok? Also, wir gehen einfach eins nach vorne und dann schauen wir mal, was haben wir denn da? Wo ich mich sehr drüber freue, das ist unser Schüttgutwagen, den wir neu anbieten, mit Funktion. Das heißt, diese Klappen hier, die können bewegt werden. Also hier die Klappen. Ganz genau, die hier innen drin, genau, die können so runter. Das ist sehr schön, man kann ein bisschen Kies transportieren, man kann Haribo oder sonst was, das habe ich Werbung gemacht, um Gottes Willen. Also einfach irgendwas Süßes kann man damit transportieren und kann natürlich das dann einsetzen. Und gerade so Wagen mit Spielwert, die erhöhen natürlich dann auch so das Erlebnis auf der Modellbahn. Und es ist auch ein Wagen, wo man wirklich mehrere hintereinander hängen kann. Genau. Und ich glaube, der passt auch ganz gut zu unserer Dampflokomotive. Also, und das sieht so aus, als ob die Teile schon aus den Formen sind. Ganz genau. Das ist halt schon ein sehr weit gediehenes Modell und sieht super aus. Und als weitere Neuheit haben wir einen? Messwagen haben wir ja schon genannt, aber den Klemmbausteinewagen haben wir noch nicht genannt. Klemmbausteinewagen, vielleicht wollen Sie was dazu sagen? Ja, Klemmbausteinwagen ist ein ganz normaler Wagen und hat oben eine Platte drauf mit Noppen, die also für Klemmbausteine geeignet sind. Da gibt es ja große Klemmbausteine für kleine Kinder und kleinere Klemmbausteine für normale Kinder. Und da kann man dann eben irgendwas drauf machen. Ein Spielwert ist dabei und wir werden den Klemmbausteinwagen dann auch in einem Set mit einer GE25 kleinen Diesellok anbieten. Jawohl. Preis von dem Klemmbausteinwagen? 59, glaube ich. Ich kann es jetzt gar nicht. 59? Müsste ich nachschauen. Schauen, genau. Haben wir hier. Ja, 59 Euro. Ja. Das Startset wird, keine Ahnung, 250, so um 300 Euro kosten. Ja, genau. Und ist mit RC, also auch sehr nett. Auch mit RC? Genau. Ah, okay. Ist das mit Batterie dann? Ja. Batteriebetriebene Startset. Okay, ich glaube, das war es so im Großen. Wir haben natürlich noch weitere Fahrvarianten und sowas. Die wollen wir jetzt gar nicht alle vorstellen. Brauchen wir nicht. Also ich glaube, jeder kann in den Katalog reinschauen und sieht ja, was für ein umfangreiches Programm wir haben. Aber es ist ja immer schön, wenn schon Modelle da sind, dass wir die schon mal zeigen können, glaube ich. Okay, gut. Das war es dann aus dem G-Bereich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich möchte Sie noch mal ganz kurz mit zu unserer neuen Anlage nehmen. Liebe Pico-Freunde, ich hoffe, es hat gefallen. Im Hintergrund wollte ich Ihnen noch mal kurz die Anlage in Betrieb zeigen und die 185er mit den polnischen Kesselwagen. Und dann darf ich Ihnen ein schönes Modellbahnjahr wünschen. Würde mich freuen, wenn Sie uns am Tag der offenen Tür am 18. Juni diesen Jahres besuchen würden. Und wünsche Ihnen viel Gesundheit. Viel Spaß mit Pico-Produkten und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.